Sah der nicht irgendwie anders aus? Der schaut schon irgendwie anders aus, oder? Ist das eine neue Gegnerart, oder? Nee. Das ist der Wasserfuzzi, ne? Ah, weil ihm das Zeug fehlt. I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. Ich glaube, wir waren hart genug. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Chingsa Village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Chingsa Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Ich würde gerne mal wissen, wie die eigentlich ausschauen. Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear. I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui who took over Master Lu's warehouse after all. Vielleicht haben wir ihn fälschlicherweise beschuldigt. Fatui kannst du nicht fälschlicherweise beschuldigen. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us for Tui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice, then? I'll get back to my berries. Gute Wahl. Okay. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. Always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice after all. Wo ist das Lagerhaus eigentlich? Da hinten? Warum? Okay, jetzt ist es sowieso komisch, warum wir den Typen angegriffen haben. Ich meine, der ist ewig weit weg von dem Lagerhaus. Wow, Alter, wer hat diese Treppe gemacht? Für das, dass hier ein Haufen Alte wohnen, die brechen sich doch ins Genick oder so. Hä, ist es doch bloß. Hä? Was, die wachsen auch so? Ich dachte, die wachsen grundsätzlich nur auf Berghängen. Da oben ist auch einer. Was ist denn das für einer? Ist das ein Fatui? Oh ne, das sind so Räuber. Ja, wenn wir schon dabei sind, können wir sie weghauen. Ich sehe nichts mehr. Hey, wo bist du her?
Master. Ja, nein, so Roald. Ich wollte mir jetzt das Ding holen, ne? Upp. Kriegen wir das so? Ne, könnte so knapp sein, dass wir von da oben machen müssen. Ich find's lustig, wenn die so macht. Upp. Oh, das könnte jetzt knapp. Naja, gut. Passt. Komm mal so hin. Ja. Überraschendes Ereignis? Begleichung von Schulden? Der da? Ja, was geht? Wegzulaufen, du feige Sau. Komm her, klein Chichi würde ja aufs Dach geben. Ja, Chichi kann auch nicht weg. Hey, hier ist noch mal einer. Okay, faster. Hey. Ah, da. Einfach so mitten im Nirgendwo. Okay, faster. Ach, sie ist schon knuffig, Alter. Verdammte Scheiße. Verdammt. Okay, wie sind da? Wie hocken die anderen da? Warum hocken die alle so brav da? Wobei Chichi sich schon draufschmeißen muss, dass sie von der Größe überhaupt drauf passt. Ups. Not scared. Nee, bringt's auch nicht. Zack, zack. Was mache ich jetzt eigentlich, ey? Ich lasse mich wieder viel zu hart ablenken. Das Spiel hat auch manchmal einfach viel zu viele Ecken, wo du nicht warst, dann was du gemacht hast. Oh, da oben hängt eine, also eine... wie heißen die nochmal? Habe ich vergessen, egal. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt welche sind davon. Alter, wirklich so weit ist das weg? Wirst du mich verkohlen? Da ist noch eins. Es wundert mich echt, dass das so weit weg ist. Ich meine, oh, meine alten müden Knochen oder... Das ist ein Hirlichul. Ich dachte, es geht um Leute. Show you what you got. Ja. Nein, warte, ich wollte eigentlich. Da ist die dann schon schneller, weil sie halt auch mehr Crit macht, ne? Weil das dann eigentlich schon wieder weniger, aber schneller. Ach, keine Ahnung. Noch mehr Gegner im Anmarsch? Midnight Phantasmagoria.
Rock'n'Roll Penner. Written in the stars. Okay, wenn du nicht um den. Wenn du nicht um den Mann lenkst. Was war das jetzt, Alter? Nee, nee, nee. Ja, renn halt davon, oder? Life goes on. Power cord. All clear. Quick, let's look around for the invoice. Hier? This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. Okay, wir halten fest. Es gibt hier ein Lagerhaus. Haus, vier Wände. Eine Tür, wie ihr seht. Wo wichtige Rechnungen verstaut werden. Und die sind in einem verdammten Reissack. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffins too. Okay, du wirst mir nicht erzählen, dass es in einer verdammten Urne ist. Oh. Ah, aber hinten in der Kiste. Nee, das ist da unten am Boden. Was mich aber schon die ganze Zeit zu einer Frage eigentlich verleiten will, oder verleitet, warum heißt es eigentlich auf Deutsch Glanz und Gedeih, wenn es einfach nur Second Life heißt? Also zweites Leben? Ich merke einfach da schon viel, zu viel in der Übersetzung rum, ist es mir schon bewusst. So. Ja, aber müssen wir jetzt zwei Dinge aufklären sogar? Da. Achso, jetzt müssen wir erst zu ihr gehen. Geronimo! Warte mal, ein bisschen zurück. So. Oh, Miss Ganyu, you're back. Nein, es ist eine Kopie. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? Okay, dann machen wir halt den anderen Job auch noch. Ich meine, ist ja nicht so, als ob wir nicht ihren Job machen. Die hat jetzt zugeschaut, die müsste jetzt doch eigentlich wissen, wie es geht. Naja, ich weiß, so einfach ist es auch nicht. Ich könnte es überhaupt nicht. So ein Job wäre nichts für mich. Ich müsste mit Menschen arbeiten. Warte mal, die arbeiten so weit voneinander weg. Warum gehen die sich gegenseitig auf den Sack? Lieber Gast, du willkommen bei Glanz und Gedeih. Was darf es heute sein? Deswegen... Warte mal, ich möchte mich umsehen. Was hast du? Nur Grütze, die sollte man verklagen. Effe. Da, wegen Steuerakten. Isn't it Huixin from the Yuhai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Plötzlich bist du nicht mehr so selbstsicher, oder? Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure.
Time for the finishing blow. Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Doch, hast du schon? Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Balai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. Dieses Früchtchen, Alter. Ich finde, also das ist so das Verständnis, wo ich diese Übersetzungsfehler, die wo eigentlich irgendwie nicht passen, schon wieder einfach nur lustig finde. Warum soll ein erwachsener Mann für einen Geschäftskonkurrenten sagen, Alter, dieses Früchtchen. Das ist einfach zu geil, Alter. Das ist wie wenn zwei Leute sich voll verprügeln und dann total grün und blau geschlagen sind. Ach, dieses Früchtchen, den habe ich es gegeben. He's got his own share of dirty laundry. Oh, Mr. Dongsheng. I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? Steck die Steuerverfehlung der Boutique Wanyu auf. I don't think you'll need my guidance for what comes next. Oh, yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. Oh, I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianxu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies, and watching them drag each other down from an advantageous position, that's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Ganyu solved both Huixin's work and family problems. Two birds with one stone. Oh. You've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Paimon, benimm dich. Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Ja, sein Blick sagt schon alles. Actually, I've already booked Senor Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Paimon halt. Yeah, Essen, los geht's. Pfeife auf alles. Mystische Verstärkungserz. Yueshu, Bedienung im Lokal Xing Yue. Welchen Arm hast du reserviert? Auf Wiedersehen. Eigentlich wollte ich da rein. Fehlt nicht irgendwie die Musik? Oh, die Ganyu hockt ja auch schon da. Und warum sind da nochmal... Da passen nochmal vier Leute hin. Eigentlich sogar fünf. Paimon zählt nicht. Also die fliegt eh bloß rum. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the two of you, your presence is also much appreciated. Ich glaube, du verdienst zu viel, Alter. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you.
Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my father used to tell me many stories about you, Miss Ganyu. Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuhai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20-plus years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor, apart from my contract with Rex Lapis. They rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. Oh, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Du wurdest nicht entlassen, das ist ein Missverständnis. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Alter, wir haben nichts gegessen. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Ja, vor allem schmeißen wir jetzt halt einfach das ganze teure Essen weg, oder was? Wow. Okay, jetzt möchte ich es nicht mehr haben, die da drüben haben genau dasselbe. Tch, ich will mein eigenes Zeug. Wer weiß, was jetzt einfach aufgewärmt wurde von denen. Die essen auch nie zu Ende, kann das sein? Ich meine, wie viel Essen haben wir schon weggeschmissen, seit wir in der Liga waren? Das Essen mit dem Grafen und sonst irgendwas? Das ist doch Schweinerei. Ich meine, haben wir es auch hingekrockt, haben die ganze Zeit mit dem Zungen nie gequatscht, Alter, und am Ende haben wir doch wahrscheinlich wieder alles weggeschmissen. Der pennt halt einfach und fliegt hinterher die ganze Zeit, Alter, der faule Stinker. Alter, warum brauche ich seine Seidenblumen und so ein Zeug, ey? Immer diese verdammten Lavendel. Na, wie heißen die Dinger? Glas? Ich habe keine Ahnung. Aber Seidenblumen kann ich hier genug sammeln. Ich muss bloß jeden Tag hier reinschauen und das Zeug holen. Yeah.
Yay. While the Millilith stands guard. Und whoop. Ich bin wieder. Ja, ist schon gut manchmal an ihm. Ich finde das immer irgendwie immer gut mit den Füßen, wenn die dann wirklich sich so verändern. Wie sie stehen halt gerade. Behelfsmäßig are you okay? Did you fall asleep standing up? Look, look who's back. You even have enough time for leisure? It seems you three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We just... We've been working for too long. If we didn't take a break... We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all. Given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. Ich freue mich, dass du dich wiedergefunden hast. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work on you? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Ich hab's versucht. Ich hab versucht, dich zu ziehen, aber es hat nicht geklappt. Genauso wie Hutao. Wobei ich dafür wenigstens Chichi bekommen habe, die wohl ein guter, richtig harter Ersatz ist, Alter, weil sie halt nur mal fucking der beste Heiler im Scheißspiel ist. In einem verdammten Spiel ist, Entschuldigung. Es ist kein Scheißspiel. Was machen wir jetzt? Ich bin überlegt, was machen wir jetzt? Oder höre ich jetzt auf? Ich glaube, ich höre jetzt auf. Haben wir noch irgendwas, was wir machen können? Wie viel Uhr haben wir? Nee, ist nur die. Verbleibende Möglichkeiten zum Sonnenverschätzen 0. Was war das? Ist das eine Hand? Achso, ich dachte, das wäre eine Hand. Nein, hör auf. Warte, haben wir jetzt das von der Chichi eigentlich jetzt immer freigespielt? Immer noch auf 1, warum? 1, 2, breathe, 3, 4, Bei ihr sind wir auf 5, bei ihr sind wir auf 8, bei ihr sind wir auch auf 5. Achso, weil wir mit denen erst angefangen haben, ne? Bei ihr sind wir auf 5, 1, 2, 5, die haben wir ewig gebraucht, die haben wir auch lange benutzt. Bei ihm gibt es kein Freundschaftsding, er ist der Typ, der ist 5. 1, 1, 1. Bei ihr sind wir los auf 1, Alter. Die haben doch anfangs auch viel benutzt eigentlich. 1. Ich meine, die interessieren uns gar nicht. Der eigentlich auch nicht. Ein junger Mystiker aus einer Familie von Dämonenvertreibern. Wobei er schon eigentlich ganz cool sein könnte. Keine Ahnung. Daten. Da haben wir doch eigentlich jetzt schon alles freigeschaltet, oder? Ja, göttliches Auge nach der Prinzessin Fischl, Phantasmagorie. Nach der Prinzessin aus der Sammler-Edition erhältlich. Ernsthaft? Okay. Was haben wir hier im Hintergrund? Gesehen Instrumente, Figuren und Gruppe ist 4. Da brauchen wir Stufe 6, kannst du eigentlich alles freischalten, ne? Stimmen war. Auch mit Stufe 6. Also Stufe 6 ist eigentlich das Höchste, ne? Schweinerei, warum?
Ich bin noch bei ihr mit Freundschaftsstufe 8. Achso, Aufstufsstufe 6, ne? 2, 4, 6, ja, wenn ich ja auf 90 hoch kann. Ach, ich müsste ihn auch mal ausrüsten, ne? Wechseln. Was hat der für eine Waffe? Der hat ja nur die anderen. Da, ich habe alle Waffen aufgebraucht. Ich habe wirklich alle Waffen weggearbeitet für die eine Waffe. Er bräuchte seine eigene. Ich möchte ja da den ihre nicht wegnehmen. Verstärken, wie viele Dinger haben wir eigentlich wieder? 80 nur. Müssen halt 9 Stück wegarbeiten, ne? Um die Waffe zu verstärken. Wie ist bei ihr? 80. 70 auf 80. Das müssten wir auch noch verstärken. 70 auf 70. 70 auf 80. Jetzt müssten wir noch machen. Aber dazu müsste ich das Zeug erstmal sammeln. Alter, ich hasse es, wie diese Pest diese Drecksbogenspitzen so sammeln. Alter, du kannst doch alles viel einfacher sammeln, wie diese blöden Bogenspitzen. Das ist schon einfacher, wenn du das hier holst. Nein, hier. Kann ich die da holen? Also ich kann die hier nicht mal holen, ne? Dann müsste ich die sammeln. Ah, das gibt's sogar. Das sind sogar immer 3. Alter, ich habe gar nicht gesehen, dass ich die normalen hier kaufen kann. Aber warte mal, wie lange dauert es eigentlich, bis ich das wiederholen kann? 13 Tage noch? Holy. Und da können wir eh nur eins holen. 24. Gibt es die Schriftrollen und das andere Zeug? Da gibt es auch die goldenen. Da brauche ich welche. 3 Stück. Wie bräuchte ich für sie jetzt zum Aufstieg? Nein, falsch. Waffe. 9. Das heißt, ich muss davon 2 kaufen. Ja, egal. Wisst ihr was? Wir machen jetzt doch Schluss. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war die Story um Ganyu. Ging die zufällig kürzer wie die anderen? Ich meine, ich habe mich sogar ein paar Mal ab. Lenken lassen, waren die Vögel bunt. Aber... Ja doch, ich glaube schon, dass das kürzer war, wie bei den anderen. Ja, ist ja egal, es sind auf jeden Fall schöne Storys und ich bin gespannt, wie viel es davon an sich geben wird. Weil die Frage ist ja eigentlich... Wow, jetzt glaube ich wieder weiter, anstatt aufzuhören. Es kommen ja immer mehr Charaktere. Es kommen ja mit jedem Patch, kannst du sagen, kommt mindestens einer oder zwei Charaktere dazu. Jetzt mit dem nächsten Patch, jetzt mit dem Patch kam ja eigentlich nur Rosaria, ne? Oder war Hu Tao auch mit dem Patch? Ich glaube Hu Tao und Rosaria. Dann mit dem letzten Patch? Ich habe vergessen, wer im letzten Patch drin war. Ach, ist egal. Und jetzt im neuen Patch sind dann ist diese Feuermagierin drin und die Großschwert-Eiskämpferin. Ich weiß, Alter, wir sind bei 1.6 jetzt dann. 1.5. Wenn wir wirklich sagen, dass jetzt immer 2 dazukommen, bist du halt dann bei 2, 4, 6, bist du bei 10 Charakteren mit 9 oder sowas. Holy shit. Ich hasse euch, ich will sie haben, ey, aber ich hab 5, ey, das ist halt... Kacke. Egal. Also, jetzt höre ich aber auf. Danke fürs Zuschauen, mach's gut und Servus.